Möglicherweise haben Sie schon mal davon gehört, dass wir, die Skill Profile Community, ein Weiterbildungsprogramm für Top Executives an den Start bringen, das am 18. März 2024 beginnt. Hier in diesem Video werden sich jetzt nach und nach einzelne Mitwirkende dieses Programms Leadership Mastermind vorstellen. Viel Spaß beim Anschauen. Wer ist Bernd Sturm? Bernd Sturm ist ein lokal patriotischer Kosmopolit. Das heißt, ich liebe meine Heimat Köln inklusive Karneval und Fußball. Und ich liebe es, neue Welten zu erkunden. Das habe ich getan auf einer Weltreise. Das habe ich getan, als ich auf einem Schiff gearbeitet habe. Und ich kenne auch die konservative Konzernwelt und die Agenturwelt. Das sind meine Berufserfahrungen, die, glaube ich, helfen, meine Leidenschaft für Kommunikation jetzt auch als Trainer und Coach einzusetzen. Was zeichnet dich jetzt speziell als Trainer für das Leadership Mastermind Programm aus, Bernd? Ich habe beide Seiten kennengelernt. Ich habe als Führungskraft gearbeitet, in großen Unternehmen und in einer kleinen Agentur. Und ich arbeite mit Führungskräften aus verschiedensten Bereichen. Das heißt, vom Start-up-Unternehmen bis zum Großkonzern und in verschiedenen Settings. Das heißt, sowohl das Einzelcoaching bis hin zum Coaching für Bühne, für Messe, für Auftritte. Und ich glaube, dass ich eine breite Palette abbilde, um Führungskräfte gut darauf vorzubereiten, zu wirken und ihre Mitarbeiter wahrzunehmen. Was magst du am Programm? Was ist deine Motivation mitzumachen? Meine Motivation ist, dass ich das Modul Drehbuch übernehmen durfte. Das heißt, die Frage, wie strukturiere ich meine Vorträge, wie schreibe ich ein Drehbuch für Auftritte, für Gespräche, für Präsentationen. Und ich habe selten ein Programm erlebt, was so viele Module mit so vielen verschiedenen Experten, die nicht nur nett, sondern extrem kompetent sind, dass ich eigentlich nicht Nein sagen konnte und es deshalb auch nicht getan habe. Wem empfiehlst du es? Wer sollte unbedingt da rein? Ich glaube, alle, die an ihrem Leadership Mastermind arbeiten wollen, mir gefällt der Begriff deshalb gut, weil es sehr viel um Mindset geht. Es geht nicht darum, Führungstheorien auswendig zu lernen, sondern es geht darum, Tools einzusetzen, sich selber zu hinterfragen. Und wenn wir über Wirkung sprechen und darum geht es in diesen Modulen, dann sprechen wir auch über Wahrnehmung. Das heißt nur nicht nur, wie wirke ich, wie verkaufe ich mich, sondern letztlich, was nehme ich wahr an den Menschen, die ich führe, an den Menschen, die mir zuhören? Das heißt auch die Wahrnehmung zu schärfen für diejenigen, mit denen ich zu tun habe und mit denen ich arbeite. Den Aspekt fand ich sehr spannend, finde ich sehr spannend und glaube ich, ist für viele Leute ein Grund, an dem Programm teilzunehmen. Vielen Dank, lieber Bernd Sturm. Demnächst mehr in diesem Theater bzw. dem nächsten Video, in dem sich ein weiterer, eine weitere Mitwirkende aus dem Leadership Mastermind Programm vorstellen werden.